Herzlich willkommen zurück. Im vorigen Video hast du bereits die Begriffe Hochpunkt und Tiefpunkt kennengelernt. Noch einmal kurz zur Wiederholung. Wir sagen, f hat einen Hochpunkt an der Stelle xh, wenn gilt, dass f von xh größer gleich ist f von x für alle x im Definitionsbereich nahe um xh. Das klingt sehr kompliziert, bedeutet aber einfach, dass es in der Nähe von xh keine größeren Funktionswerte gibt als f von xh. Ganz ähnlich sieht es aus für den Tiefpunkt. Wir sagen, f hat einen Tiefpunkt an der Stelle xt, wenn gilt, dass f von xt kleiner gleich ist f von x für alle x im Definitionsbereich nahe um xt. Wieder, das sieht kompliziert aus, bedeutet aber einfach, dass es in der Nähe von xt keine kleineren Funktionswerte gibt als f von xt. Soweit, so gut. Nun ist das Ziel für dieses Video, dass wir die Extrempunkte einer stetigen Funktion in einem abgeschlossenen Intervall identifizieren können. Und zwar, wir schauen uns jetzt einfach ein Beispiel an und versuchen, alle Extrempunkte zu finden. Die hier dargestellte stückweise lineare Funktion f ist im abgeschlossenen Intervall 1, 13 definiert. F ist an jeder Stelle im Intervall 1, 13 stetig, aber f ist an den Knickstellen, zum Beispiel hier, nicht differenzierbar. Warum das so ist, dazu können wir uns zum Beispiel die Frage stellen, was soll denn bitte die Tangente im Punkt B sein? Wie können wir die eindeutig festlegen? Können wir nicht. Näheres dazu gibt es aber auf dem Arbeitsblatt Differentialquotient bzw. im Videolernzyklus dazu. Wir werden jetzt diese Funktion auf Extrempunkte untersuchen und das machen wir mit Hilfe dieser Tabelle hier. Und nun folgt der Arbeitsauftrag. Kreuze rechts in dieser Tabelle an, ob die einzelnen Punkte hier Hochpunkte oder Tiefpunkte sind. Nimm dir dafür ein paar Minuten Zeit, pausiere dabei das Video und dann sprechen wir über die Ergebnisse. Also gut, fangen wir einfach einmal mit A an. A ist sicher ein Hochpunkt, denn wir finden in der näheren Umgebung keine Funktionswerte, die größer sind als 5. Wir finden aber in jeder noch so kleinen Umgebung Funktionswerte, die kleiner sind als 5, also kann A sicher kein Tiefpunkt sein. B ist dafür sicher kein Hochpunkt, denn in jeder noch so kleinen Umgebung finden wir Funktionswerte, die größer sind als 2. Wir finden aber in der näheren Umgebung keinen Funktionswert, der kleiner ist als 2, also ist B ein Tiefpunkt. C ist dann wieder ein Hochpunkt, denn wir finden in der näheren Umgebung keinen Funktionswert, der größer ist als 4. Aber wieder in jeder noch so kleinen Umgebung finden wir Funktionswerte, die kleiner sind als 4, also kann es kein Tiefpunkt sein. Das ist auch anschaulich sehr klar. Ich möchte nur die Argumente jetzt immer wieder wiederholen, denn es wird jetzt noch eine Spur komplizierter. D ist aber noch leicht, denn D ist sicher wieder kein Hochpunkt, aber sehr wohl ein Tiefpunkt. E ist weder noch. Denn in jeder noch so kleinen Umgebung finden wir Funktionswerte, die größer sind als 3 und welche, die kleiner sind als 3. Also das qualifiziert sich für keines von beidem. F ist ein Hochpunkt, denn wir finden in der näheren Umgebung keinen Funktionswert, der größer ist als 5. Wir finden aber sehr wohl welche, die kleiner sind als 5 in jeder noch so kleinen Umgebung. Also kann es kein Tiefpunkt sein. Und jetzt wird es spannend. G ist ein Hochpunkt. Denn wir finden in der näheren Umgebung keinen Funktionswert, der größer ist als 5. G ist aber auch ein Tiefpunkt. Denn wir finden in der näheren Umgebung auch keinen Funktionswert, der kleiner ist als 5. Das heißt, es kann tatsächlich passieren, dass ein Punkt sowohl Hochpunkt als auch Tiefpunkt gleichzeitig ist. G ist dafür so ein Beispiel. Bei H müssen wir jetzt wieder ein bisschen aufpassen. H ist ein Hochpunkt, denn wir finden in der näheren Umgebung keinen Funktionswert, der größer ist als 5, aber wir finden jetzt wieder in jeder noch so kleinen Umgebung Funktionswerte, die kleiner sind als 5, also kann h kein Tiefpunkt sein. Und i ist dann ein Tiefpunkt, denn wir finden in der näheren Umgebung keinen kleineren Funktionswert als 2, aber in jeder noch so kleinen Umgebung finden wir Funktionswerte, die größer sind als 2, also es kann sicher kein Hochpunkt sein. So kann man schön Schritt für Schritt die ganzen interessanten Punkte hier durchgehen und durchaus einige kuriose Dinge
dabei feststellen, zum Beispiel eben, dass es möglich ist, dass ein Punkt gleichzeitig Hochpunkt und Tiefpunkt ist.